Also, mein Name ist Birgit Queringesser und ich habe das Buch Die feine Art des Vögelns geschrieben, das am 24. Oktober in den Läden steht. Und ich lese erst ein paar Wahrheiten über Sex vor und danach ein paar Abschnitte aus dem Kapitel Geschlechtsverkehr, Probleme und Lösungsansätze. Erste Wahrheit über Sex. Es gibt drei verschiedene Stellungen. Alles andere ist Turnen. Zweite Wahrheit. Man bekommt nicht Akne durch zu viel Selbstbefriedigung. Es verhält sich genau andersherum. 2% der Menschen, die in der Notaufnahme angeben, beim Eindrehen einer Glühbirne von der Leiter und direkt auf ihre Einkäufe gefallen zu sein, so dass eine Ketchupflasche in ihrem Hintern gelandet ist, sagen die Wahrheit. An der Penisgröße eines Mannes kann man seine Nasengröße erkennen. Die Klitoris ist über 10 cm lang. Der Großteil ist jedoch im Inneren des Körpers versteckt. Aus ästhetischen Gründen. Ein über 10 cm langes Geschlechtsorgan, das zwischen den Beinen herumbaumelt, das wäre unvorstellbar abstoßend. Masturbation bei über 70-Jährigen nennt man auch Omanie. Analfisting wäre um einiges beliebter, wenn anal, ein anderes Wort für genital, und Fisting ein anderes Wort für Stimulation wäre. Schlecht im Bett ist immer der andere. Nun zu den Problemen und den Lösungsansätzen beim Geschlechtsverkehr. Die Situation: Ihr Partner ist zu behaart. Sie hatten eine Abmachung. Sie sind bereit, ihn anzufassen. Dafür gehört er der Spezies Mensch an. Er hat es offenbar nicht für nötig gehalten, seinen Teil der Abmachung einzuhalten. Also warum sollten Sie das tun? Die angemessene Reaktion? Sie könnten jetzt natürlich verführerisch ankündigen, erstmal zusammen unter die Dusche zu springen. Wäre nicht bereits abzusehen, dass Ihr Damenrasierer unter der Wucht dieses Rückenflokatis in seine Einzelteile zerfallen würde? Sie bräuchten eine verdammte Schermaschine, um dagegen anzukommen. Möglichkeit A, Sie fahren gemeinsam in den Agrarhandel. Möglichkeit B, Sie bringen diesen Irrtum wieder zurück in den Eselpark und sehen ein, dass man beim Thema Fortpflanzung besser unter Artgenossen bleibt. Die Situation: Ihre Erektion lässt zu wünschen übrig. Das ist Ihnen noch nie passiert. Sie wollen, aber sie können nicht. Der ungläubige Blick ihrer Partnerin gibt ihnen den Rest. Sie zücken ihren Terminkalender und tragen ein: Morgen, 9.30 Uhr, Suizid. Die angemessene Reaktion? Einfühlsamkeit, Zärtlichkeit, liebevolle Gespräche. All das können sie jetzt vergessen. Sie haben sich nicht das Knie aufgeschlagen, sie sind impotent. Ab jetzt wahrscheinlich für immer. Oberste Priorität hat also nur eines, den Verdacht, ein Schlappschwanz zu sein, von sich zu lenken. Der einzig glaubwürdige Ausweg ist, ihre Partnerin für diesen desaströsen Ausfall verantwortlich zu machen. Für ihre Vorwürfe finden sie glücklicherweise einen fruchtbaren Boden vor. Sie sitzt ja bereits schluchzend auf der Bettkante und zweifelt an ihrer Attraktivität. Bestätigen Sie diesen Verdacht mit einem: Es liegt an Ihren seltsam geformten Brustwarzen, Simone. Ergreifen Sie Mantel und Hut, um direkt in die urologische Praxis Ihres Vertrauens zu eilen. Denn auch wenn Simones Brustwarzen in der Tat recht bizarre Formen annehmen, ist es doch wahrscheinlicher, dass hinter Ihrem Hänger eine schwere Herzerkrankung steckt. Die Situation? Ihr Partner ist bewusstlos. Da liegt er. Ob es nun die Plastiktüte über seinem Kopf oder die Peitschenhiebe auf den Rücken waren, die ihm den Rest gegeben haben? Was soll die dämliche Frage? Sie sind ja kein Arzt. Auch wenn Sie ein Krankenschwesterkostüm tragen und einen Klistier in der Hand haben. Schluss damit.
Viel wichtiger ist, dass Ihr Sexualpartner nicht krepiert, denn sonst wird morgen das ganze Büro wissen, an was für perversen Rollenspielen Sie gerade teilgenommen haben. Die angemessene Reaktion? Im Vorfeld sollten Sie 3, 4 Dinge verschwinden lassen, mit denen Sie keinesfalls öffentlich in Verbindung gebracht werden möchten. Die Pumpe, die Windeln, die Wüstenspringmaus. Erst dann kümmern Sie sich um den Bewusstlosen. Schlagen Sie ihm ins Gesicht, wie Sie es in amerikanischen Filmen gesehen haben. Hilft das nicht, prüfen Sie, ob er atmet. Spüren Sie seinen Atem, rollen Sie in die stabile Seitenlage, um ihm aus einem anderen Winkel noch ein paar zu verpassen. Setzt sein Atem aus, müssen Sie ihm in den Mund atmen und die Herzmassage starten. Mittlerweile müssten Sie natürlich längst den Notruf gewählt haben, denn sollten Ihre Maßnahmen erfolglos bleiben, dann müssen Sie neben dem ganzen Sexspielzeug auch noch eine Leiche verschwinden lassen. Sie denken die ganze Zeit an etwas anderes. Die Situation? Sex, Sex, Sex. Sie können das noch so oft wiederholen, aber aus einem Ihnen unbekannten Grund kommen Sie doch immer wieder zum Thema vermögenswirksame Leistungen zurück. Die angemessene Reaktion? Denken Sie an, was Sie wollen. Nur dürfen Sie Ihren Partner unter keinen Umständen merken lassen, dass Sie weit entfernt von den halluzinatorischen Sphären sexueller Ekstase sind. Um ihn sicher zu täuschen, wenden Sie einen einfachen Trick an. Ahmen Sie alles nach, was Ihr Partner tut. Er stöhnt, Sie stöhnen. Er ruft, oh ja, Sie rufen, oh ja. Er rollt mit den Augen, kneift sich in die Brustwarzen und kreischt dabei herum wie ein Geisteskranker. Das ginge zu weit. Doch das Prinzip ist denkbar einfach und Ihr Partner kann Ihnen keinen Vorwurf machen, denn er verhält sich schließlich ganz genauso wie Sie. Ahmt es Sie womöglich nach? Ein gruseliger Gedanke. Die Situation? Sie kriegen die Flasche nicht mehr raus. Wer hätte gedacht, dass die Weinflasche wirklich in diese kleine Öffnung passt? Erstaunlich. Auch ein wenig schmerzhaft. Äußerst schmerzhaft eigentlich. Je länger man drüber nachdenkt, desto schmerzhafter. Autsch, also die soll jetzt wieder raus da. Ziehen Sie mal. Dollar. Nein, nicht so. Anders. Au. Ach, was meinen Sie damit? Was meinen Sie damit? Die steckt fest. Oha. Die angemessene Reaktion? Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder Sie bestellen den ärztlichen Notdienst an Ihre Türschwelle und verraten dem freundlichen Sanitäter, was geschehen ist. Er hat vermutlich schon viel von Leuten wie Ihnen gehört, aber selbst noch keinen Fall wie diesen erlebt und wird deswegen in einer Rundmail an all seine Freunde und Bekannten unter massivem Einsatz von Emoticons Ihren Fall schildern. Die 2. Variante? Erfinden Sie eine Maschine, mit der es möglich ist, in der Zeit zurückzureisen und beantworten Sie die Frage, soll ich dir mal die Flasche hier reinschieben, mit bitte nicht. Die Situation? Sie haben sich verliebt. Bisher waren Frauen für Sie hauptsächlich eine bequeme Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihren Penis. Doch Ihre aktuelle Sexualpartnerin löst ein merkwürdiges Verhalten in Ihnen aus. Sie sehen ihr ununterbrochen in die Augen. Sie hören ihr zu, wenn sie spricht. Und sie benutzen plötzlich Kondome, wenn sie mit anderen Frauen ins Bett gehen. Das alles ist ihnen höchst unangenehm. Sie befürchten, schwul oder so geworden zu sein. Die angemessene Reaktion? Sie sind nicht schwul, sie sind verliebt. Was nun? Verbergen Sie Ihre Gefühle in jedem Fall so lange, bis Sie sich vollkommen sicher sind, den Rest Ihres Lebens mit dieser einen Person verbringen zu wollen. Das gibt Ihnen Zeit, einen schalldichten Verschlag in Ihrem Keller zu bauen. Alternativ können Sie auch einen Heiratsantrag machen. Aber seien Sie sich darüber im Klaren, dass Ihre Gefühle in wenigen Jahren, vielleicht auch Monaten, von exakt der Person, die Sie einst ausgelöst hat, wieder erstickt werden. Es lohnt sich also auch, Möglichkeit Nummer 3 in Betracht zu ziehen. Warten, bis die Gefühle von allein abkühlen, Lebensweg unbeirrt fortsetzen.